Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Wolfenstein The New Order. Hier bringe ich die Notiz her. Alter, und beende das Level. Das glaube ich jetzt nicht. Das glaube ich nicht. William. Hast du einen Augenblick? Hast du Blazkowicz gesehen? Schon wieder. Mein Gott, was ist nur los mit diesen Leuten? Ich will es. Mit dir. So wie jetzt. Einfach immer. Das wird so kommen, William. Ganz bestimmt. Seid ihr bald fertig da drin? Wir müssen los. Aber nicht heute. Hören Sie zu, Blazkowicz. Von Ihrer Position aus. In der Kanalisation. Die Eingeweide der Stadt. Und tiefer unten die Katakomben von Berlin. Ein gewaltiger Komplex. Der sicherste Ort Berlins. Das zentrale Munitionslager des Regimes. Was wir alles mit diesen Waffen bewirken können. Aufstände. Eine echte Revolte. Dieser Zugang ist durch Wasser versperrt. Es führt keinen Weg hinein. Es gibt nur eine Möglichkeit, dort einzudringen. Ein Tunnelgleiter. Das Regime benutzt sie hier unten zu Wartungszwecken. Wir haben Jahre gebraucht, um ihn einsatzbereit zu machen. Dies ist Phase 1 des Plans, Zugang zu Sets unter Wasserversteck zu erhalten. Dringen Sie mit dem Tunnelgleiter in das Waffendepot in den Berliner Katakomben ein. Anya verfolgt Ihre Position per Transponder und gibt Ihnen taktische Unterstützung. Viel Glück, Blazkowicz. Das Wasser ist tief. William, kannst du mich hören? Du musst die Abwassertunnel durchqueren, um in die Katakomben von Berlin zu gelangen. Ich werde dich hindurch lotsen. Alter. Ah. Ich war noch ein Kind. Die Algenblüte war in vollem Gang. Bin ins Wasser, weil ich nicht auf meinen Vater hören wollte. Fühlte sich an, als würde meine Haut verbrennen. Als würde meine Haut verbrennen. So. Du bist jetzt unterhalb des Gefängnisses Eisenwald. Caroline sagte, dass Insassen vor einigen Jahren versucht hatten, mit ein paar Wertsachen im Gepäck durch die Kanalisation zu fliehen. Sie sind nicht sehr weit gekommen. Okay, ich glaube, da passe ich nicht ganz durch. William, ich wollte dir noch etwas sagen. Ich habe in diesem Tagebuch gelesen, das mir meine Großmutter gegeben hat. Es gehörte meiner Cousine Ramona. Sie hat mit uns in der Klinik gearbeitet. Sie ist tot, aber sie hatte viele Geheimnisse. Und es gab niemanden, dem sie etwas anvertrauen konnte. Darum hat sie alles aufgeschrieben. Ich sende dir die Tagebucheinträge an dein Audiologbuch. Wenn du Zeit hast, hör doch mal rein. Auf doch, auf doch. Oh.
Ach so, hier sind wir aber mal grundsätzlich richtig. Schaut gut aus zumindest. Aber da werde ich sicher nicht drauf kommen. Ich werde wohl doch durch die Luke da unten schwimmen müssen. Geht sogar oberirdisch. Oha. Bin schon durch viele Gewässer geschwommen. Keins war so kalt wie dieses. So, läuft. Jetzt gehen wir mal darauf. Das tiefe Becken ist ein altes Ausgleichsbecken. Finde heraus, wie du zur Plattform auf der anderen Seite gelangen kannst. Durchklettern. Schreck mich. Bin ich über den Fornisee gekarrt, war einer Wette um Zinnsoldaten. Aber der war nicht so dunkel. Oh, 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 oh. Ist sich nicht ausgegangen. Zinnsoldaten. Aber der war nicht so dunkel.
So. Da ist jetzt was explodiert. Für 32 bin ich durch die Abwässer unter Totenkopfs Labor X geschwommen. Aber die waren nicht so schmutzig. Okay. Dann bin ich in den Brunnen hinabgetaucht, um Vaters Uhr zu finden. Aber der war nicht so tief. Ups. Na? Schrei auf, alter Mann. Wenn es nichts leichter ist. Und fahre damit von dort nach Norden, zum verlassenen Bahnhof. Unsere Leute werden an der Station auf dich warten. Klaus hat dann weitere Informationen für dich. So, sicherheitshalber aufladen.
Das war klar. Oh. Oh, fuck. Alter, bist du behindert? Du kannst nicht mehr da raufklettern. Ist da jemand? Ich brauche Verstärkung! Scheiße. Das war nicht gut. Da waren zwei. Da waren Dirty zwei. Zwei Dirty Bastards, Alter. Oh, besser so. Als wenn die Heavy Kavallerie kommt. Oh. Oh. Oh.
Oh, oh, oh. Nein. Alter, für das, dass ich beide getötet habe, waren eigentlich verdammt viele Leute jetzt. Aber egal. Ich bin der Fun-Gamer. Wir sehen uns in der nächsten Episode wieder, wie es richtig gemacht wird. Macht es gut. Ciao, Baba.